Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Das ist jetzt hier eine ganz spontane Aktion, weil ich entschieden habe, hier am Meer ein bisschen Yoga für mich zu machen. Und dann kam mir die Idee, ach, ich nehme es einfach gleich mit auf und wer Lust hat, der kann einfach mitmachen. Ich hoffe, du hörst mich, weil ich habe nur das Handy dabei, wie schon gesagt, das ist sehr spontan. Und aber du hörst auch so ein bisschen im Hintergrund des Meeres rauschen und ja, dass du dich so ein bisschen auf diesen Klang des Meeres mit einlassen kannst. Und jetzt schauen wir einfach mal, was so kommt. Und ja, genieß einfach jetzt die Zeit und so können wir ein bisschen gemeinsam in die Asana-Praxis gehen. Lasst uns damit starten, dass jeder erstmal bei sich ankommt. Komm in Tadasana, in die Aufrichtung, lege deine Hände entspannt auf deinen Herzraum und schließe erstmal deine Augen. Komm mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir an und nimm dabei deinen Atem wahr. Das andere, was dich bis jetzt beschäftigt hat, was vielleicht auch schwer ist und war, kann jetzt losgelassen werden. So dass du jetzt ganz bei dir ankommst. Egal mit was du dich jetzt gerade beschäftigt hast. Dein Fokus geht ganz auf dich. Spüre deinen Atem. Nimm deinen Körper wahr. Und genieße diesen Moment der Achtsamkeit. Jeden Moment. So, atme noch mal tief ein und aus. Löse deine Armstellung. Öffne langsam deine Augen. Öffne etwas deine Beine. Lass uns noch beim Atem bleiben. Und so atme tief ein, nimm die Arme mit. Das muss gar nicht schnell sein. Und dann mit dem Ausatmen. Lass los. Lass die Arme nach unten sinken. Hab das Gefühl, die Energie fließt durch den Körper in den Boden. Öffne tief ein. Und aus. Gerne über den Mund ausatmen. So mach das für dich weiter. Und mal geh ins Spüren. Und diese neue Energie aufnehmen. Und schweres Altes loslassen. Dann lass Einatmen und Ausatmen in so einer schönen Bewegung. In so einem Kreislauf. Dass der Ausatmen nicht mehr ruckartig ist, sondern auch in so einer geschmeidigen Bewegung ist. Gerne weiter über den Mund ausatmen. Wunderbar. So, komm in die Quetsche.
Zehen zeigen nach vorne. Spür, wie das Gewicht auf deinen Füßen ist. Die Streckung der Beine. Die mittige Ausrichtung deines Beckens. Die Aufrichtung. Die Bauchdecke ist entspannt. Und so lasst uns jetzt einfach ein bisschen in die Dehnung kommen, sodass wir einfach schön in den Tag starten können. Mach gleich mit. Nimmst einatmend den rechten Arm nach oben, Seitbeuge. Wirklich die linke Seite so weit komprimieren, wie du kannst. Und dann ziehst du den Arm weiter. Alles ist jetzt in so einem sanften Fluss. Dann drehst du den Oberkörper, Armstellung auflösen, beide Arme. Am Bein, Rücken gerade, Kopf in die Linie und sachte noch weiter nach unten, wenn es dir möglich ist. Und dann langsam im Rücken loslassen, mit dem Oberkörper langsam in die Mitte und aufnehmen. Also ich hoffe, du verstehst mich. Wenn nicht, dann folge einfach dem, was du siehst. Und andere Seite. Lass den Atem ganz reinfließen. Wir sind ganz mit der Aufmerksamkeit beim Körper und gehen ganz bewusst in die Bewegung, in die Dehnung. Und wieder aufrollen. Bleibe in der Aufrichtung. Nimm jetzt beide Arme nach oben. Komm in die Rückbeuge. Dann langsam in die Vorbeuge, erst mit geraden Rücken, dann wieder entspannen und aufrollen. Also ganz meditativ in die Bewegung gehen, der Fokus ist auf dem Körper und dann starten wir da von vorne, rechter Arm. Seitbeuge, drehen, Rücken gerade, weiter beugen. Den Rücken loslassen, zur Mitte kommen und entspannt aufrollen. Und dann andere Seite. Beide Arme nach oben, Rückbeuge, Vorbeuge. Und wieder aufrollen. Und das Ganze jetzt noch zweimal ganz für dich. In einem schönen, entspannten, meditativen Fluss. Und du bist ganz bei dir. Du bist bewusst in deinen Körper hinein. Sei ganz bei dir und wenn deine Gedanken dich davontragen, komme mit deiner Aufmerksamkeit wieder bei dir und deinem Körper an.
wenn du damit fertig bist, komme noch einmal in Tadasana, lege deine Hände auf deinen Herzraum, spüre noch einmal nach. Wie geht es dir jetzt? Wie hat sich diese Asana-Abfolge für dich angefühlt? Dann mache einen tiefen Atemzug. Ja, und dann kannst du einfach entscheiden, weiter mit deiner Yoga-Asana zu machen oder in den Tag zu starten. In diesem Sinne ganz liebe Herzensgrüße aus Kroatien.